So Leute, weiter geht's mit Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team. Ich hasse eigentlich Cliffhanger und mein Hund hat mich gerade eben angeknurrt, weil ich die Maus angefasst habe. Ist klar. Ich hasse Cliffhanger eigentlich, nur wenn sie schön spannend sind. In der letzten Folge musste ich einfach schneiden, weil ich nicht über 15 Minuten gehen will, vorsichtshalber. Und außerdem hasse ich viel zu lange Parts mittlerweile. 15 Minuten Parts sind okay. Also, sind wir nicht schon da? Hier sollte sich doch Papungas Freund befinden. Oh hey! Wir haben dich gesucht. Geht's dir gut? Ja, es geht mir gut, aber großartig. Dein Freund wartet auf dich. Tengolist ist weiter hinten. Was? Tengolist? Gehen wir. Hey, wie geht's dir? Komm zu dir. Komm zu dir. Ja, wir kommen zu dir. Oh, kümmert euch nicht um mich. Verschwindet von hier. Ich brauch so ein Spanier oder so ein Mexikaner-Ding. Von hier verschwinden? Was ist denn jetzt los? Warum ist es plötzlich dunkel geworden? Da kommt der Wasser. Jetzt brauche ich eine epische Stimme. Zur Seite, ihr. Er wagte es, meinen Schlaf zu stören. Bei Eindringlingen kenne ich keine Gnade und das schließt euch mit ein. Tengolist ist verschwunden. Ich bin Zapdos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tengolist retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Zapdos, das ist also das legendäre Monster. Ich habe einen Vibrator am Fuß wegen meinem Hund, die ganze Zeit zittert er wie Sau. Nur weil er schon so alt ist, meint er, kann sich alles rausnehmen. Yay, gerettet, ich bin so glücklich. Kekse, ich mag Züge. Glück gehabt. Nee! Aber ich bin zwar jetzt in Sicherheit, aber Tengolist checkt in Schwierigkeiten. Bitte erzähl uns ganz genau, was passiert ist. Ja, also, Tengolist hat mit seinen Blättern Wind entfacht und befreite mich so. Aber diese Winde haben eine Wolke auseinandergerissen. Und als das geschah, tauchte dieses Monster am Himmel auf. Das Monster. Es sagt, es hieße Zapdos. Sagtest du Zapdos? Es ist Simsala. Zapdos. Eines der legendären Vogel-Pokémon. Ich hörte, es habe lange Zeit geschlafen. Dann hat Tengolist es aufgeweckt? Nein. Der Wind von Tengolist war lediglich der Auslöser. Schließlich war bereits die dortige Abwesenheit aller Winde unnatürlich. Dies muss von den jüngsten Naturkatastrophen verursacht worden sein. Zapdos ist wütend darüber, seinem Schlaf geweckt zu sein. Tengolist muss gerettet werden. Aber Zapdos wird nicht einfach sein. Seine Elektroattacken sind richtig gemein. Hey, das reimt sich. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir gehen auch. Wir werden Tengolist ebenfalls helfen. Was? Das ist gefährlich. Zapdos ist mächtig. Es ist wahrscheinlich, dass es eure Kräfte übersteigt. Hey, wir sind nicht schwach. Und außerdem macht uns Zapdos keine Angst, richtig, Rio? Überhaupt nicht. Seid ihr schon mal von einem elektrischen Schlag getroffen worden? Danach ist der ganze Körper taub und zittert. Kein Problem, ich bin ein Elektro-Pokémon. Zapdos ist richtig fies. Es ist im Stand und verspeist euch zum Frühstück. Ist euch das klar? Keine Angst. Wir sind schließlich ein Retterteam. Wir sollten Tengolist helfen. Gut. Ich sehe, ihr habt Mut. Ey, hört auf mit den Scheiß-Schüttelreimen. Ja. Unsere beiden Teams sollten jeweils einzelne Donnerberge klimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir uns auf diesen Kampf vorbereitet haben. Da wir um die Stärke unseres Gegners wissen, werden wir vorsichtig vorgehen müssen. Ihr solltet die Reise zum Donnerberg nur gut vorbereitet antreten. Unser Ziel ist es, Tengolist zu retten. Mögen wir erfolgreich sein. Ich bin zu allem bereit. Rio, lass unser Bestes geben. Oh yeah. Speichern. Die nächste Mission führt uns also zum Donnerberg zur Rettung Tengolists. Am nächsten Morgen. Das könnte spannend werden. Unser erster richtiger Bosskampf. Ha, auf den habe ich mich schon gefreut. Guten Morgen, Rio. Ich hoffe, du hattest eine erholsame Nacht. In Ordnung. Wir sollten zum Donnerberg aufbrechen, Tengolist retten. Was meinst du? Aber Simse hat uns gesagt, wir sollten uns sehr gut vorbereiten, bevor wir dorthin aufbrechen. Was machen wir? Wir können sofort gehen oder später. Es liegt an dir. Aber wir sollten unser Bestes geben. Oh, Hust. Okay, lass mal sehen. Hast du irgendwelche neuen Themen? Ich gucke immer bei dem rein, ob er irgendwas Neues hat, was sich lohnt. Ui. Ich lerne die Attacke in 9 Leveln. Oder 10. Ist die Frage, ob sich das lohnt, mir Donnerblitz zu kaufen. Wenn ich so oder so lerne, aber halt erst später. Ich könnte es mir jetzt schon holen.
Weil die Attacke an sich wirklich, die rumst richtig schön und trifft mehrere Gegner im Umfeld. Von daher würde es sich eigentlich schon lohnen, aber es kostet halt auch einen Arsch voll Geld. Mal gucken, wie viel ich für mein Zeug bekomme. Ja, 1750 Pucke. Ja, ich denke, ich nehm's. Ich könnte auch. Ey, gehst du da weg? Ich könnte auch Nagi gleich Feuersturm beibringen, aber ich will es nicht übertreiben. Das ist sehr langweilig. Wir brauchen 6000. Nimm mal 6000 mit. Ja, auf die 12 Poké-Dollar kann ich auch verzichten. Die sind mir egal. Gib mal her. Da. Man kann, glaube ich, irgendwo die TM-Aufwertung finden oder Wiederverwertung. Da kann man die Attacken nochmal benutzen. Was halt eigentlich echt praktisch ist. So, Donnerblitz gelernt. Oh, much better. Okay, auf zum Donnerberg. Wir verschwenden keine Zeit, wir rennen gleich mal los. Der Donnerberg hat, glaube ich, 12 Ebenen plus 3 Zusatzebenen. Wir sind hier im Fuß vom Donnerberg. Ob das Team bereits auf dem Weg ist? Zapdos, der Name klingt nach Stärke. Ich zittere. Ich darf jetzt keine Angst haben. Unser Ziel ist einfach erklärt. Wir werden Drengolis retten. Rio, versuchen wir unser Bestes. Wer hat dich denn zum Anführer erklärt? Hallo, ich bin der Leiter. Manu. Ich führe Team Ember, Spark, Anagi. Halt dich mal zurück, ja? Geht ja mal gar nicht. Also, wie schon gesagt, ich glaube 10 bis 12 Ebenen und dann noch 3 zusätzliche Ebenen. Und wenn ihr euch wundert, ich sortiere Attacken irgendwie immer... Oh, ey, das fängt geil an, verdammt. Schon vergiftet. Ich sortiere Attacken immer nach der Länge ihrer Namen. Ich weiß auch nicht, warum. Ist so eine Angewohnheit geworden. Vielleicht bin ich auch einfach nur in Wirklichkeit Perfektionist und kann das nicht zugeben. Oh. Okay, das wäre jetzt ein bisschen... Glück wäre jetzt nicht schlecht, weil ansonsten sterbe ich hier noch beim ersten Versuch. Oh, Halleluja, ey. Das sieht schon gar nicht mehr nett aus. Meine KP sind gefährlich niedrig. Ach gut, die Treppe. Weg hier. Dritte Ebene und schon nur noch halb so viel KP, ey. Schöner Anfang. Ich sehe 2 Items und 3 Gegner. Die Items pfeife ich jetzt mal. Hauptsache, ich komme ja relativ schnell durch. Oh, wegen dem... Ich hasse es, wenn die gerade neue Attacken da angezeigt werden, dann kann ich nichts auswählen. Eieiei. Bestimmt... Oh, renne ich in eine Sackgasse. Ich wusste es. Warum sind hier diese Sackgassen und so? Ah, jetzt kann ich meine neue Attacke ausprobieren. Immer schön das Positive an der Sache sehen. Donnerblitz! Hä? Oh, ey, Elektroattack, nutzlos. Ich hasse Frisselblitz. Blitzfänger blockiert die Attacken von Elektrotyp. Das heißt blockieren. Blitzfänger tut lediglich die Attacken auffangen und verhindert somit ihren Einsatz. Lol. Okay, das ist geil. Das ist echt geil. Das ist weniger geil. Nochmal Ruckzucki. Oh, nochmal. Schläft das, wie ich da? Sieht so aus. Tatsächlich, das schläft. Auch nicht schlecht. Okay, wo sind wir denn? Da ist die Treppe. Das Frisseblitz hat, glaube ich, meine Attacken blockiert. Oh, leck mich. Oh, geht zu. Bloß runter von der Ebene. Wie steht's im KP? Okay, reicht noch. Heieiei. Die Dungeons sind noch relativ einfach gehalten. Die sind noch nicht mal wirklich unsozial. Die richtig unsozial-asozialen kommen erst noch später. Das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns noch erwartet. Okay, wo lang könnte der Ausgang liegen? Ich renne meistens eigentlich mal kreuz und quer durch den Dungeon und habe halt immer den Glück, dass ich finde, einen Ausgang tun. Und so ein Stoff. Setz Glut ein. Nagi, setz Glut ein, verdammt. Brav. So, und jetzt komm mitkommen. Jetzt... Kann ich Donnerschock benutzen? Oh, leck mich. Wieso bist du so eine nutzlose Fähigkeit haben? Wie, hier ist kein Durchgang. Leck mich. Oh, mir gehen die Ruckzuck-Hieb-Attacken aus. Das ist der Nachteil, wenn man Elektro-Pokémon ist. Die Frisseblitze sind einem klar im Vorteil, wenn die einem mit Blitzfänger die ganze Zeit die Attacken stehlen.
Blitzfänger und Feuerfänger hat übrigens unterschiedliche Auswirkungen. Nur wenn man Pokémon Feuerfänger trifft mit einer Feuerattacke, wird es stärker. Wenn man dagegen den Gegner mit Blitzfänger angreift, wie zum Beispiel Fritzeblitz oder Voltenso, dann blockieren die Attacke einfach. Im Pokémons Markt ist es so, dass die Attacke dann zwar Schaden macht, aber halt weniger stark ist, weil es vom Elementaren halt herstellt. So, ich glaube, jetzt könnte ich das wieder riskieren. Jawohl, es ist noch kein Fritzeblitz auf der Ebene. Nochmal, nutzen wir das gleich mal aus. Jetzt nichts wie weiter. Skorkler. Ruckzuckkeeper. Und ich habe immer nur Donnerschock fixiert, nicht dass es dann heißt, ja, fixier doch mal andere Attacken, das ist viel intelligenter. Ich habe automatisch immer nur meine Hauptattacke, die ich am meisten einsetze, fixiert. Und wenn die leer ist, dann fixiere ich nicht um, sondern wechsle einfach durch das Menü oder schubse meine Gegner nur noch. Das ist eine Angewohnheit. So habe ich das immer gespielt. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Stirb. Oh, wie viel KP hast du? Stirb. Hallo? Wie waren das 58? Tot. Her mit dem Geld. Und weiter. Wir haben einen Job zu erledigen. Donnerblitz. Boah, Donnerwelle. Ich bin so dämlich. Nochmal. Oh, Mann. Was mach ich denn? Konzentration, kleine Rio. Oh, ich bin paralysiert. Toll, jetzt hat Nagel die Sache gemacht. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Oh. Ich glaube, der Ausgang ist irgendwo rechts. Donnerblitz. Grums. Nochmal. Grums. Okay, da war irgendwie nichts. Ja, doof. Ach, da geht's noch lang. Okay, gut. Oh, ey, der Dungeon hat so viele Außenrumgänge. Was? Mein Magen knurrt jetzt schon? Scheiße. Wo ist denn der Ausgang? Och nee, ey, da ist der. Oh, das ist doch jetzt eine Verarsche. Muss ich einen Cliffhanger mitten im Dungeon machen, oder was? Ich fühle mich gerade grenzwertig gemobbt. Komm, geh baden. Ja, tatsächlich, da war der Ausgang. Vielleicht schaffe ich es noch bis zur Hälfte der Ebene, dann kann ich da wenigstens schneiden. Oh, jetzt ist hier Voltenso, ey. Ich raste aus. Geh mir aus der Füße, du Ekelhafter. Oh, okay, da ist die Treppe. Dann wird es, glaube ich, noch eine Ebene sein. Nehme ich da jemand mit? Man kann genutzte TMs übrigens nach Gegnern werfen. Allerdings fügen die genutzten TMs nur einen Schadenspunkt zu. Wir haben ein Voltenso auf der Ebene. Och, ist das schön. Hier so ein Scheiß. Ah, da rennt's rum. Apropos Pokémon auf einer Ebene. Es gibt, glaube ich, so eine Fähigkeit namens Blinzler, die ist ziemlich dämlich, wenn ein eigenes Team-Pokémon die hat. Denn jedes Mal, wenn es Schaden erleidet, ruft es ein zusätzliches Pokémon auf die Ebene. Und da es keine befreundeten Pokémon gibt, ruft es rein feindliche Pokémon auf die Ebene. Und das werden immer mehr und mehr. Mann. Mach doch Glut, Nagi. Nagi, hallo. Sitzt du auf den Ohren? Nee, ist klar. Stier mir die Schau, du Arsch. Was macht er mit Absicht? Ich sehe es in seinen kleinen Augen, dass der da mich mit Absicht verarschen will. Wenn man das Augen nennen kann, ich weiß nicht. Sieht mehr so aus wie so ein Japaner-Viech. Nichts gegen Japaner, aber schau dich mal die Augen an. Das ist irgendwie ziemlich offensichtlich, dass man sowas dann sagt. Stirb! Ich fühle mich ein bisschen eingeklemmt. Nagi, kümmere dich um das Viech. Ich renne mal weiter. Bis dann. Ey, jetzt wollen sie es nochmal wissen. Jetzt wollen wir echt nochmal alle auf den Sack gehen. Habe ich irgendwas, damit ich dir helfen kann, Nagi? Ja, das hier. Ach, weiter. Ich überziehe jetzt sowieso schon gleich, was mir gar nicht in den Kram passt. Ah,
Halleluja, ich will nicht überziehen. Bumm. Oh, jetzt träumt mein Hund auch noch neben mir. Hättest du die Güte aufzuwachen, Kleiner? Das ist echt die Her... Oh, boom! Leck mich! Ich bin gerade genervt, man merkt es mir an, oder? Och nee, ey, es werden immer mehr. Ich überziehe jetzt schon die zweite Minute gleich, ey. Das ist maul, ich hasse zu überziehen, Mann. Aber ich will nicht mitten im Dungeon schneiden, weil ich dann nicht... Ich kann da nicht speichern und eine Pause machen. Oh, Nagi wird unter Garantie sterben, weil der nur noch so wenig KP hat. Och Gott, ey, leck mich. Das kann ich vergessen. Ich kratze jeden Moment ab. Ich hab... Okay, wehe, das trifft jetzt nicht. Dann schrei ich. Ich hab eh schon so gut wie verloren. Oh Gott, eine Sinelbeere. Oh, die kommt gerade rechtzeitig. Gott sei Dank, ey. Die kam gerade... Die kam kein Moment zu spät. Okay, gehen wir da. Halt, da ist die Treppe, da ist die Treppe. Oh, wir können gleich speichern. Jedenfalls hoffe ich, dass er dann die Ebene Ende ist. Wenn die nicht zu Ende ist, dann fange ich das Heulen an. Stirb. Oh, bitte lass da das Ende der Ebene sein. Ich möchte endlich mal speichern, eine Pause einlegen wieder. Ja, oh Gott sei Dank, ich darf speichern. Das sind sogenannte Kangama-Statuen, die werden uns später im Spielverlauf noch... Alter, wo hat sich mein Mikrofon hin verdrückt? Ich war jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit übelst leise. Scheiße. Die werden uns später noch öfters begegnen. Die brauchen wir, wenn wir speichern wollen, auf den Zwischenebenen, damit wir uns ausruhen können. Und ja, das war es jetzt endgültig. Ich meine, wir können jetzt auch einfach hier rausgehen, was sinnfrei wäre, weil wir kurz vorm Ende sind. Von daher sage ich zu Maria, heute klingt sich aus mit 2 Minuten überziehen. Aber das ist noch ein Bereich des Annehmbaren. Bis dann, ciao.